Durch die verfehlte Arbeitsmarktpolitik der Regierungen Merkel und Schröder und durch die Agenda 2010 werden Menschen bewusst per Gesetz in die Armut getrieben. Verschärft wird dies durch die Wirtschaftskrise. Besonders hart getroffen hat es die Automobil- und Zulieferindustrie. Hier sind Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiter die ersten Opfer. Von Anfang an wurden sie als moderne Sklaven ausgebeutet. Sie haben in der Regel bis zu 50% weniger verdient und oft länger gearbeitet als normale Arbeitnehmer. Oft wurden sie wie Tagelöhner im 19. Jahrhundert nur stundenweise oder tageweise beschäftigt. Um überhaupt leben zu können, mussten die meisten von ihnen aufstocken. Jetzt werden sie als Erste auf die Straße gesetzt, mit einem Arbeitslosengeld, von dem niemand leben kann. Was ist das für ein Land, dessen Regierung die Selbstachtung und die Würde der Menschen der Profitgier einiger weniger opfert? Was ist das für ein Land, in dem bewusst kein Mindestlohn eingeführt wird, um diese Probleme endlich zu beseitigen? Was ist das für ein Land, in dem Hartz IV nicht abgeschafft wird, damit sich alle uneingeschränkt am Leben beteiligen können? Union und SPD belügen die Menschen mit unglaubwürdigen Wahlversprechen und verschleudern Milliarden an Spekulanten und Konzerne. Die Linke bleibt dabei. Wir brauchen einen Schutzschirm für die Menschen.